Leute, ich zeige euch heute mal die extrem gruselige Geisterstadt in Adopt Me. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert gerne diesen Kanal, liked dieses Video und schreibt in die Kommentare Hashtag Ente. Als erstes brauchen wir das richtige Haus, um in die Geisterstadt zu kommen. Da ist es ratsam, dass ihr ein Haus nehmt, wo ein großes Fenster ist. Ich habe gerade die Pizzeria, die eignet sich nicht, weil da keine großen Fenster sind. Das müsste sich hier tatsächlich gut eignen dafür. Es geht halt einfach darum, dass ihr ein Haus braucht, wo ein großes Fenster drin ist. Könnt ihr dann ja mal gucken, in welchen eurer Häuser ein großes Fenster drin ist. Genau dieses da meine ich. Dieses Riesenfenster, was da hinten ist, das brauchen wir am besten dafür. Als nächstes braucht ihr ein Pet, was Fly hat. Ich nehme hier dafür jetzt erstmal das Axolotl. Jetzt drücken wir hier auf Fly, weil jetzt müssen wir hier straight in diese Richtung fliegen. Das taket jetzt ein bisschen. Ihr seht da unten, da sind jetzt schon ein paar Sachen. Und genau dahin müssen wir jetzt einfach mal fliegen. Ich mache euch das jetzt einfach mal in eine Timelapse rein, ein bisschen Musik dahinter, damit damit es nicht so langweilig ist und ich nicht so viel labern muss auf dem Weg dahin. So, jetzt nach über 5 Minuten Flugdauer sehen wir schon langsam ein paar Dinge, die da sind. Und das ist schon echt komisch, weil normalerweise sollte man ja da gar nicht hin. Und ich frage mich, warum Adopt Me, oder besser gesagt, das Team von Adopt Me, das dahin geplaced hat, wenn man das Haus hinten da gar nicht verlassen sollte eigentlich. Und warum die jetzt halt da sind. Früher, vor etwa einem Jahr oder so, war hier noch der komplette Adopt Me Spawn. Inzwischen hat sich das auf das hier begrenzt. Aber ihr seht schon, da ist ein Ballon. Da ist noch irgendwas Kleines. Und hier sind auch noch ein paar Sachen. Wir fliegen da jetzt erstmal nochmal hin. Und dann gucken wir uns das alles nochmal ein bisschen genauer an. So, nun kann man schon ein bisschen mehr erkennen. Und zwar sehen wir hier vom Spielplatz die Trampoline und die Rutsche und die Schaukeln. Da an der Seite steht ein bisschen was. Und das Flugschiff ist auch hier. Ich frage mich halt wirklich, woher das kommt oder warum das hier bei den Häusern ist. Was ist das? Wir können ja hier ein bisschen runter. Da unten, das sieht aus wie die Geschenke-Area. Ich frage mich, ob man die Sachen hier unten auch benutzen kann. Es hat jetzt lange gedauert. Also ich bin locker 10 Minuten jetzt hierher geflogen, weil das Axolotl nicht besonders schnell fliegt. So. Aber jetzt schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Hier könnt ihr jetzt einfach... Kann man hier kaufen? Kann man hier kaufen? Nein, kaufen kann man hier leider nicht, aber ihr könnt hier in eurem Haus praktisch halt sehen. So, ich kann mal ganz kurz schauen, ob man hier Dinge platzieren kann. Das interessiert mich jetzt. Nein, leider kann man hier nichts platzieren, das wäre jetzt super funny gewesen. Aber guckt es euch mal an, hier habt ihr einfach das Schiff. Und wenn ihr ganz leise seid, was richtig gruselig ist, ihr hört einfach Schritte. Also ihr hört einfach die Schritte der Leute, die gerade an diesen Dingern dran sind. Aber das hört sich halt übel gruselig an, weil hier ist keiner und trotzdem hört ihr Schritte. So, wenn ihr nach hier geht, da seht ihr auch eine Schaukel und halt die Dinger hier schweben. Aber es ist irgendwie völlig random, weil es irgendwie nichts mit dem Haus da hinten zu tun hat. Trotzdem sind diese ganzen Sachen hier. Hier ist eine Schaukel, da ist eine Wippe, hier ist die Rutsche und da ist Karussell ist da auch noch. Ich kann mal ganz kurz checken, ob das hier funktioniert. Ja, Leute, das Trampolin funktioniert sogar. Ihr könnt einfach jetzt in der Luft Trampolin springen, ohne dass überhaupt Boden da ist. Weil wenn wir jetzt zur Seite gehen, sind wir instant tot. Also nicht tot.
Wir sind halt, doch, wir sind tot. Wir können es ja mal probieren. Kann man hier sterben? Und zack, 10 Minuten meines Lebens umsonst gewastet, um dahin zu fliegen. Geil. Dafür, Leute, müsst ihr doch einfach mal das Video liken, damit ich jetzt die 10 Minuten meiner Zeit nicht umsonst gerastet habe. Für mehr Adopt-Me-Glitches, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, gibt es jetzt noch eine kleine Überraschung. Und zwar verlosen wir eine Ride Potion. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, das Video zu liken, diesen Kanal zu abonnieren und in die Kommentare Hashtag Ride Potion zu schreiben. Bis dahin, hauen Sie rein und ciao. Leute!